So, ihr Lieben, was ganz Besonderes jetzt gleich. Ich bin auf dem Weg zum Carsten. Der hat mich zum Grillen eingeladen. Das ist aber nicht das Besondere, sondern der Carsten hat seine Säge wieder. Der Carsten hat, ich glaube, eine 064 und eine 009 vom lieben Martin Peter überarbeiten lassen. Und die 064 hat jetzt gut 8 PS. Ich habe auch zwei Sägen mit. Ich würde gerne meine 201er und meine 200T auch von Martin Peter gerne überarbeiten lassen. Das heißt, wir schicken die Sägen heute los. Was seht ihr in diesem Video? Ihr seht in diesem Video einen Test von der überarbeiteten 064 im vollen Eingriff. Wir haben ja die dicken, großen Stämme damals bei Carsten gekippt. Die hat er behalten, extra für diesen Sägentest. Also ihr seht gleich eine von Martin Peter überarbeitete und wieder fertig gemachte 064, die kaputt war und jetzt eben komplett wieder neu aufgebaut worden ist mit pulverbeschichtetem Gehäuse etc. pp. Ja, und mit richtig Dampf unter der Haube. Warum erzähle ich das? Der Martin Peter hat ein Nebengewerbe tatsächlich und hat einen Kleingerätedienst angemeldet und überarbeitet jetzt auch Kettensägen, nicht nur für gute Freunde, sondern eben auch für Geld. Also, vielleicht habt auch ihr eine Säge, die ihr dem Martin Peter zuschicken wollt und die er dann überarbeiten kann. Und wie er aus eurem alten Schätzchen was richtig Cooles Neues macht, das zeige ich euch gleich in diesem Video. Hashtag enthält unbezahlte Werbung, weil Martin Peter ist ja nun mal ein guter Freund von mir und dann kann ich auch ruhig ein bisschen Werbung für ihn machen. Ich nehme natürlich hier den Weg durchs Revier mit dem Nissan. Ein bisschen gucken, was so links und rechts los ist. Außerdem ist der Mais schon hoch. Ne? Ich bin ganz froh, dass wir keine Schweine hier haben. Aber irgendwie wird das mit dem Mais halt immer mehr. Die Bastarde haben mich gelinkt. Die Bastarde haben mich gelinkt. Und zwar da. Da. Er ist selber hier. Gelinkt haben die mich. Was heißt hier gelinkt? Und feiern tun sie es auch mal. Wieso ist eigentlich so ein Scheißwetter? Und warum ist bei dir Sommer? Ah. Wie geil ist das denn? Ja, wollen wir hoffen, dass es gleich aufhört zu regnen? Ja, das ist nur ein großer Schauer. Ah. Ja. Mehr zu helfen, ne? Alter, das ist eine kranke Nummer. Ganz aus Bayern hierher ballern. Ja, da ist jede Menge Holz. Da sind die Sägen. Wir machen mal. Tadadada. So, vielleicht sagt Martin Peter da auch mal ein, zwei Worte zu. Martin Peter, jetzt kannst du vielleicht was zu deinen Sägen sagen, die du da neu aufgebaut hast. Zu welcher? Ich habe nur 1, 2, 3 neu aufgebaut. Das ist eine 026, ne? Das ist die, wo du gekriegt hast. Ja, genau. Die in dem Karton war. Ja, ja. Ja, die hast du auch komplett einmal überarbeitet. Ich sehe, am Auspuff ist was gemacht. Eine zweite Kralle ist dran. Die brauchst jetzt auch. Ja, und hier auch 044. Nicht mehr ganz. Das ist eine 044 Spezial. Okay. Und 044 hat original 70,7 Kubik. Und ich bin bei fast 83. Ui, das ist geringfügig mehr. Und das ist die von Carsten. Carsten, 064. Die hatte jetzt... Die hat einen Kolbenfresser gehabt. Die hat. Der Zylinder war so locker verschraubt mit Schlitzschrauben, wo ich gesagt habe, einmal neu. Ja. Und du hast das Gehäuse auch Pulver beschichten lassen, ne? Ja. Deswegen ist das so grau. Ja. Also das Gehäuse ist neu. Ich weiß gar nicht, hast du irgendwie am Luftfilter was modifiziert? Der große HD2 Luftfilter von Stihl, original Stihl Luftfilter, habe ich drauf gemacht, weil die Maschine braucht jetzt viel Luft zum Durchatmen. Jo. Jo, jo, jo. Wie kann man dich eigentlich am besten erreichen, wenn man eine Säge hat, die man gerne überarbeitet haben möchte? Anrufen. Anrufen.
Du hast eine Festnetznummer, die wir veröffentlichen dürfen? Weil Handy ist immer blöd, ne? Festnetznummer, ja, kann man anrufen. Am besten dann abends. Okay, oder sonst E-Mail? Kann man auch. Du hast ja alles Kontaktdaten. Wollte ich gerade sagen, die versuche ich einzublenden oder ich pinne die oben als ersten Kommentar ein. Das ist immer am einfachsten. Auch hier ist ein anderer Auspuff dran, habe ich gesehen jetzt gerade. Ne? Ja, die macht auch richtig Spaß. Welche wollen wir zuerst nehmen, Carsten? Das sind deine Segen, sag mal was. Ich hätte auch einen Spanngurt direkt auf der Ladefläche vom Nissan gehabt, ne? Hättest du gar nicht so weit laufen müssen. Sollen wir ihn mal ärgern? Tada! Ich weiß gar nicht, wie er das denn davor hat. So, Martin Peter hat sich umgezogen. Mal schnell. Ja. Ja, mit welcher Säge wollen wir anfangen? Ich habe gerade gehört, diese kleine 026 hat jetzt wie viel Kubik? Hat den Motor drauf von der 260, ist nicht viel größer geworden. Okay, aber hat die moderne Maschine drin? Ja. Das ist schon krank. Hat auch hinten ein anderes Gehäuse, weil normalerweise haben die ja Schraubverschlüsse und der hier hat Klickverschlüsse. Also hast du da auch ein anderes Tankgehäuse eingebaut. Das ist ja das schwarze Gehäuse. Aha, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, die hattest du, glaube ich, nur wieder gangbar gemacht. Ne? Ja. Die ist jetzt nicht getuned, die ist Serie. Die ist nur wieder, also du tunst nicht nur und baust nicht nur um, du machst auch... Normal hätte ich fast. Langweilig. Also du machst auch ganz normal eine Säge wieder fertig, wenn die... Ja. Und das ist ja das Lustige, das ist ja... deswegen habe ich meine nochmal mitgebracht. Das hier ist das Pendant, quasi der Klon von der 201er. Meine 201er... T200. Entschuldigung, genau. Von der T200. Ich habe ja auch eine. Tadadada. So. Und wenn ihr die jetzt mal nebeneinander haltet... Das ist Holzformer. Ich weiß gar nicht, ob die Einfuhr nach Deutschland auch erlaubt ist. Und das ist eben eine T200. Und wenn ihr die mal nebeneinander haltet, naja, dann würde ich mal sagen, 1:1 nachgebaut. Aber absolut 1:1. Ne? Da ist eigentlich nicht ein Detail, was sich unterscheidet. Also nicht eins. Ne? Das sieht irgendwie, jede Schraube sitzt gleich. Jedes, also ich würde sagen, das ist ein 1:1 Klon. Gentlemen, start your engines. Cover your ears and start your engines. Wir vergleichen hier hinten noch mal ein bisschen. Ich nehme mal Zeit. Ja, du nimmst mal Zeit. Das ist eine gute Idee. Oh, Carlos, kann mal einer das Küche-Ding durchsägen? Da haben wir Streifenhörnchen. Waren 3,8 Sekunden. Ja, und wenn man jetzt muss man der Fairness halber sagen, wenn man sich die Kette anguckt, ist zwar eine Vollmeißel, aber die hat schon ein bisschen was gesehen. Die ist jetzt nicht ganz so scharf und das Holz ist furzknochentrocken und schweinehart. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das sollte man wirklich der mal zugute halten. Ich glaube, wenn man die noch einmal überfeilt, ne, dann ist da bestimmt noch eine halbe Sekunde rauszuholen. Locker, locker. Es ist also auch die... Echt, erster Schnitt. Ja. Es ist auch die 1,3er Nut-Schiene drauf. Ja. Also die hat schon ein bisschen Leistung. Ja, da bin ich wieder bei meiner Lieblingsdiskussion. Was bringen eigentlich Schnittschutzklamotten? / gar nichts. Weil bei den meisten Sägen die Kettengeschwindigkeit höher ist. Also du müsstest dann schon Schnittschutzklasse 3 tragen. Die meisten tragen Schnittschutzklasse 1. Da flitzt so eine Säge so durch. Ja. Ne? Ich habe es ja auch schon mal in einem Testvideo gezeigt. Selbst die 201er war es in meinem Fall im Video, hat so eine
Hose zerstört. Gut, man muss dazu sagen, bei Gas, ne, die sind ja eigentlich auch nur für auslaufende Ketten gemacht, da passieren die meisten Unfälle. Aber wie gesagt, wenn du mal wirklich mit einer Säge, ich sag mal, und du hast den Finger aus Versehen noch am Gas und du erwischst so eine Hose, zack, im Eimer. Glaubt es mir, Leute. Probiert es bitte nicht aus. Ich weiß, es kursieren Videos im Internet, wo sich Leute die Säge bei Vollgas ans Bein halten und die stoppt. Aber auch da habe ich in meinem Video was zu erklärt. Ne, das kann man alles so ein bisschen hintricksen, dass die dann auch wirklich stoppt. So, das ist dann jetzt die 044. Ja. Die auch nicht mehr so ganz Serie ist, ne? Nein. Ich habe gehört, die 064 von dir hat jetzt auch ein Dekompressionsventil. Ja, bei über 90 Kubik macht das auch Sinn. Martin, mal bei einem, ne? Ja. Hier ist der Auspuff übrigens noch Serie. Wir haben gerade gemerkt, beim Hochschnitt muss man aufpassen, weil wir den Stamm leider mit hochdrücken. Ja, da. Also ich habe wieder nur den ersten und jetzt sind wir bei 3, 4, 5. Ja, ja gut. Wohlgemerkt, Hartmetallkette. Genau, Hartmetallkette, die nimmt ein bisschen Leistung und es ist ja auch die Breite. Ja. Und was wir vorhin noch ausprobiert haben, den als Längsschnitt, ne? Hat die auch gemacht, komplett durch. Carlos. Was ist bei dir gerade nicht in Ordnung? Genau. What your mother did with you. Jetzt kommt quasi das Sahnestück. Jetzt kommt quasi das Sahnestück. Die. Carlos, manchmal. Oh, Alter. Gleich sind die Ohren ab, Carlos. Gleich sind die Ohren ab. Haben wir ein Streifenhörnchen, ne? Oh ja. Oh ja. Schnitt eine Sekunde, wollte ich nämlich gerade sagen. Gefühlt war das eine Sekunde, hätte ich nämlich auch gesagt. Geht fast nicht vom Gas runter. Also gerade unten hat sie die Späne nicht mehr weggekriegt, weil sie zu tief am Boden war. Ne? Ja. Deswegen ist sie vom Gas runter. Aber sonst, wenn die Späne, wollte ich gerade sagen, wenn die Späne weggehen, dann geht die nicht vom Gas runter. Nö. Können wir noch mal so einen Knucken da irgendwie, dürfen wir den noch ein bisschen Feuerholz vergewaltigen? Geile Idee. Der Köter ist beschäftigt. Da kann ich jetzt mal Baumklettern üben, weil der Ball hängt nämlich. Das hat Carsten echt clever gemacht.
Der ist so ballverrückt, ne? Ich weiß nicht, wie ich das da rauskriegen soll. Ey. Das ist der absolute Balljunkie. Jo, das schon böses Gerät, wirklich böses Gerät. Man hört auch, die ist nicht mehr ganz so original vom Auspuff her und auch sowieso ja von der Leistung. Über 90 Kubik. Vorher war die schon böse, Arne. Über 90 Kubik. Das ist schon... Joa, da machen wir nochmal ein. Das ist krank. Das ist krank. Ich meine, was ich mir überlegt, da ist jetzt, wie groß ist die Schiene? 60. 60. Und die war voll im Eingriff. Ne? Das darf man nicht verkennen, wenn man die da mal nebenhält. Ne? Der Klotz ist größer als die Schiene. Und wie gesagt, das Ding geht eigentlich nicht vom Gas runter. Solange wie die Späne nach hinten rauskriegt und ihr seht ja, das ist echt Konfetti. Das ist krank. Krank trifft es. Ja. Gut aufgebaut. Ja, das ist böse. Richtig böse. Und mein Hund ist noch beschäftigt. Soll ich dir ein paar Steigeisen holen, Carlos? Von alleine kommt der Ball dann nicht wieder runter. Wow, ja. Wahnsinn. Ja, und jetzt geht als diese hier als nächstes quasi, die geht jetzt mit nach Bayern. Die Holzformer bleibt da. Es ist krass, ne? Es ist krank, wie baugleich die eigentlich sind. Die Holzformer habe ich auch leicht überarbeitet. Da ist ein anderer Zylinder drin. Was wir noch machen könnten, wäre eine Standardsäge nochmal ja. Zeit zu nehmen. Ja, ja, wir haben ja. Wir können ja noch zwei Scheiben, drei Scheiben abschneiden. Mal mit einer Standardsäge. Da, wir können da ja noch was vorwegschneiden. Ja, es ist genau umgekehrt bei Husqvarna wie bei Stihl. Also man muss eben hoch, genau, das vergessen die meisten. Und meine Jungs auch, ne? Also gerade so. Und eigentlich tippst du dir nur an, wie bei der Top-Handle zum Ausmachen. Du willst immer genau andersrum. Ja, Alting hier war ich ja auch schon ein paar Mal, unser örtlicher Husqvarna-Dealer, ne, wo ich meine Sägen auch weggeholt habe, die Husqvarna-Sägen. Eine gute Zeit. Aber ist auch, ihr habt die Kette vorhin einmal übergefeilt, ne? Also man muss der Fairness halber sagen, da ist eine flattscharfe Kette drauf, die auch noch nicht viel gesehen hat, ne? Und eben einmal vorhin neu übergefeilt worden ist. Die klebt auch richtig, wenn man mal an die Spitzen geht, ne? Die klebt richtig, da bleibt man dran hängen. Die andere leider ein bisschen dull. Also man könnte jetzt der Fairness halber vielleicht die 026 noch einmal durchfeilen und dann nochmal einen Schnitt machen. Ich glaube, da holt man, wie gesagt, locker nochmal eine halbe Sekunde bis Sekunde raus bei der 026. Nicht mehr scharf. Ja, aber das ist jetzt die Holzformer, genau. Ja. Können wir einen Schnitt, ne? Oder wollen wir neu was drauf? Ja, ein Schnitt geht dann noch. Wir können ja gleich nochmal zum Vergleich die 200T nehmen. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob die scharf ist. Eigentlich sind meine Sägen immer scharf. Ja. Ja. Gar nicht so schlecht.
auch noch okay, wollte ich gerade sagen. Er ist immer noch mit seinem Ball beschäftigt. Carlos, das kommt nicht sehr intelligent rüber. Das kommt nicht sehr intelligent rüber. So, ja, dann könntest du die gerne mal ausprobieren. Die Kette, ich habe gerade mal drüber gefühlt. Ja, es ist halt meine Säge, ne? Müsste getankt sein. Guck mal rein, nicht, dass ich hier Scheiße erzähle, ob die wirklich getankt ist. Gerade noch mal kurz erwähnt hier, wir haben die Dolma aus dem Test auch noch hier. Ich hatte ja auch mal die Dolma getestet, aber auch die ist jetzt modifiziert. Ich hatte eine 1.3er mit 35er oder 30er Schiene, ne? 30er Schiene. Und du hast jetzt drauf 1.1er mit 25er. Ja. Reicht eigentlich ja zum Ausasten auch völlig. Also 25 cm kannst du einen 50er Baum mit fällen und wenn du willst auch einen 70er. Geht auch, musst du nur einen Herzschnitt machen. Ja, also die war damals auch ganz cool, die Dolma. Ja, wollen wir mal gucken. Ein, zwei Scheiben können wir ja noch schneiden. Und dann haben wir da gleich nochmal die 009. Das war ja quasi so die Backhandelsäge, die man auch als Tophandelsäge benutzen kann. Zumindest, wenn man ein bisschen was in der Arme hat. Gerade sagen. Hängen bleiben. Ja, gar nicht so schlecht. So, und dann haben wir noch mal die 009 Serie, also nicht überarbeitet, nur wieder fertig gemacht, dass sie funktioniert. Ist quasi die Säge von Carsten seiner Lebensgefährtin für den Hausgebrauch. So war meine Frau, die sind verheiratet. Sie wird mich töten dafür. Sie wird mich töten. Wird sie. Genau, ihr seid sogar schon seit 8 Jahren oder so verheiratet, ne? Wir sind im Oktober 10 Jahre, das ist eine gute Zeit für die heutige Gesellschaft. Ja. 10 Jahre zusammen. Zehn Jahre. Und Martje ist 7, ne? 7, ja. Ja, siehste. Also gibt auch schon quasi ein positives Ergebnis dieser Zusammenkunft. Na? Ja, die kommt. Eine Zicke, die Säge. Ja, die kommt. Die kommt! Da war sie doch schon gerade einmal so, fast. Ja, auch immer die Leute, ne, man muss die Säge zwischen die Beine halten zum Starten, Alter, nicht wenn du 40 mal ziehen musst. Und dann hält die kein Mensch mehr zwischen die Beine. Oh, yes. Da war sie. Jawohl. Alter, aber geht. Na, die braucht noch einen Moment, die muss einen warm laufen. Ja, ja, siehste. Jawohl. Und die kann man eben auch als Top-Handle benutzen, obwohl sie eine Back-Handle ist, weil die eigentlich relativ gut ausbalanciert ist. Da sind wir, glaube ich, alle mal mit angefangen. Das ist eine saugute Zeit. Die ist auch giftig. Saugute Zeit. Hörst du das? Ja. Das ist so eine geniale Säge. Und wie gesagt, die kannst du auch, weil die eben so gebaut ist, kannst du die auch einhändig benutzen. Gut, es gibt ein Video von mir, da benutze ich eine 08S einhändig, aber da war ich auch noch anders drauf. Ich habe ja im Moment mit meinen Händen, ich war ja jetzt noch wieder hin, jetzt im Urlaub zum Orthopäden, aber es wird nicht wirklich besser. Also ich glaube, ich werde um eine OP nicht rumzukommen. Aber naja, andere Geschichte. Ja, sehr geil. Hat auf jeden Fall einen Haufen Spaß gemacht. So, und jetzt geht es zum gemütlichen Teil über. Jetzt hauen wir den Grill an. Gyros-Spieße. Ich bin ja böse. Da ja Arne 2 Sägen hier mitgibt, lasse ich auch 2 da. Und für die Dolma noch 2 Ketten. Ah, sehr geil. Sehr geil. Also die Holzformer und die Dolma bleiben hier. Die werdet ihr dann demnächst wieder mal öfters in den Videos sehen. Wie gesagt, die Dolma haben wir ja schon mal da gehabt. Und auf die Holzformer bin ich tatsächlich gespannt. Neue Kette drauf. Ja. Läuft. Ja, denke ich auch. Genau. Und auch bei der 026, ich glaube, wenn wir da eine einmal durchgefeilt hätten, dann wäre die auch noch, wie gesagt, da sitzt locker noch eine Sekunde drin, locker noch. Ich habe ja eine überarbeitet von dir da, eine 026, und wir haben ja in dem Video das auch mal gezeigt, wo wir bei dir waren, die ist ja nicht vom Gas abgegangen. Richtig. Die ist ja nicht vom Gas abgegangen. Sehe ich doch, der Feuerexperte hat wieder Feuer gemacht.
Fabian ist hier nämlich immer fürs Feuer zuständig. Gell, Fabian? Ja. Und du bist für den Grill zuständig heute? Ja, wie immer. Ah, sehr geil. So, ihr Lieben. Sonntagmorgen. 8.52 Uhr. Ich habe schnell mal Brötchen geholt. Bei der einzigen Bäckerei, die bei uns sonntags noch auf hat. Normalerweise finde ich die Brötchen nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Aber die Bäckerei, wo ich eigentlich immer kaufe, hat sonntags leider nicht mehr auf. Hat beide Filialen geschlossen. Und ich habe natürlich für Martin Peter nochmal ein Paket gepackt hier, ne, mit vielen schönen Sachen. Ich hoffe, dass er sich ein bisschen freut, weil er mir ja auch die Sägen leiht, solange bis meine Säge von ihm überarbeitet worden ist. Also, ne, cooles Frühstück jetzt hier mit Freunden. Ne, mit Carsten und mit, ich weiß nicht, ob Fabian auch noch wieder kommt, aber Martin Peter ist da und so. Also wir lassen den Abend von gestern jetzt heute auch nochmal schön ausklingen. Wir haben ja gestern nochmal gegrillt und ja, es gab auch lecker Getränke. Ich habe zum ersten Mal Veterano probiert, bin dann aber umgestiegen auf Hennessy. Normalerweise trinke ich ja nur Whisky, aber Hennessy ist eben auch sehr, sehr lecker. Also ich trinke eben eigentlich wenig Schnaps, aber wenn ich Schnaps trinke, dann eben auch meist richtig guten. Und Veterano ist einfach nicht so mein Ding. Das ist, ich glaube, da gibt es Kopfschmerzen von. Das ist wieder so ein Verschnitt, sag ich mal. Ja, so ein, ich trinke, wie gesagt, lieber hochwertigen Alkohol, weil da sind wenig Fuseline drin. Und wenn wenig Fuseline drin sind, dann geht es den nächsten Tag auch gut. So, und mir geht's gut und deswegen frühstücken wir jetzt. So, ihr Lieben, man könnte sagen, I'll be back. Wie ihr gemerkt habt, ist der Balken verschwunden. Wir haben das mit der Lizenz auf die Kette gekriegt. Sehr schön. An der Videoqualität arbeiten wir noch weiter. Einige Sequenzen waren Grotte. Ich werde jetzt demnächst die Kamera wechseln, aber das sind eben alles noch Sachen, die mit der alten Kamera aufgenommen worden sind. Wenn ihr mögt, kann ich noch mal eine Aufnahme aus meinem Urlaub einspielen. Ich war ja tatsächlich einen Tag im Urlaub auch tatsächlich Freizeit machen. Die restlichen Tage habe ich gearbeitet. Aber einen Tag war ich mit Mrs. X im Moviepark. Also wenn euch das interessiert, kloppt mir das unten in die Kommentare rein. Dann zeige ich euch mal ein paar Attraktionen dort. Wir haben auch in den Achterbahnen etc. gefilmt. Also ich war tatsächlich einen Tag mit Mrs. X im Moviepark. Und ansonsten waren meine 3 Wochen Urlaub durch Arbeit geprägt. Ich habe Aufträge alleine abgearbeitet und so. Auch davon gibt es Videomaterial. Und ja, Büro musste gemacht werden und so eine Sachen. Ich habe heute Nachmittag mit meiner lieben Bürofrau, der lieben Marie zusammen und dem Kai zusammen eure Bestellungen fertig gemacht im Shop. Ich muss jetzt auch endlich den Kalender einfügen. Wir sind uns aber noch unschlüssig, ob es einen gibt. Das Fotomaterial ist nicht so gut, formulieren wir es mal so vorsichtig, es ist nicht so gut. Es ist bunt gewürfelt, Quer- und Hochformat. Ja, es ist schwierig daraus einen vernünftigen Kalender zu basteln, aber wir sind da dran. Ich will das vielleicht lösen, indem ich so eine Art Collagen mache oder so, ja. Also ich bin da noch an Lösungen dran, damit es überhaupt einen Kalender gibt, ansonsten ja, müssen wir dieses Jahr passen, weil einfach das Material nicht so ist, wie ich mir das für einen Kalender vorstelle. Das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Das hatten wir die letzten 2 Kalender wesentlich besser im Griff. Und die Kalender davor habe ich selber geshootet. Da stellt man natürlich nicht die höchsten Ansprüche an die Qualität, aber auch da finde ich, es sind sehr gelungene Bilder bei gewesen in den Kalendern, die ich gemacht habe. Letzten Endes, der eine hat es ja sogar in die Zeitung geschafft. Und dieses Mal ist es schwierig. Schwierig und darum bin ich ein bisschen trauriger und auch enttäuscht. Aber ich werde mein Bestes geben, euch nicht zu enttäuschen und trotzdem irgendwie aus dem Material, was da ist, einen Kalender zu basteln. Schade ist es. Es ist wirklich schade. Das Shooting hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war ein unheimlich toller Tag, auch wenn es geregnet hat und so. Alle haben sich reingehängt, aber ja. Gut, also, ich bin wieder am Videos schneiden. Es wird jetzt wieder regelmäßig ein Video kommen. Ich finde das so lustig, kaum postet man einen Sonntag mal kein Video, hat man direkt, keine Ahnung, 300 Abonnenten weniger. Ich weiß auch nicht, ob das an YouTube und dem Algorithmus liegt oder woran auch immer, aber Schnittprogramm läuft und ich nehme mir die Zeit weiterhin dann abends die Videos zusammenzuschneiden. Ich habe noch eine richtig, richtig geile Kranfällung mit dem Hauke, da wartet ihr ja auch bestimmt noch drauf. Mal gucken, vielleicht kommt die Sonntag.
Und dann schauen wir mal, dann geht's munter weiter. Ich habe auch mit Reto ein paar coole Fällungen gemacht, mit Jens ein paar coole Fällungen gemacht. Wir sind jetzt hier mit Kai dabei, ein paar coole Baustellen abzuarbeiten. Also da wird noch schönes Material demnächst kommen. Und ich sage, ich hoffe, wir können dann bald einen Kalender zusammen basteln und den in den Shop einfügen. Es haben tatsächlich auch noch ein paar den 23er Kalender bestellt, was ich ganz lustig finde. Den habe ich dann auch noch rausgeschickt. Der ist ja auch im Preis reduziert. Wo der Preis für den neuen Kalender liegen wird, weiß ich im Moment noch nicht, weil ich noch keine Ahnung von den Druckkosten haben wird. Es ist alles irgendwie exorbitant teuer geworden. Ruby kann ich morgen auch abholen, also respektive heute, sprich wenn ihr dieses Video seht, habe ich auch die Ruby wieder abgeholt und dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir diesen Schweinerubbel einfach mal loswerden. Ich wollte ihn ursprünglich gar nicht wieder mit hierher holen und hatte dem Autohaus angeboten, ihr könnt die Schweinehöhle behalten, wenn ihr mir halbwegs vernünftiges Geld zahlt. Leider bin ich mir mit denen finanziell überhaupt nicht einig geworden. Also die sind gut 20.000 Euro unter Marktpreis mit ihrem Angebot geblieben. Das finde ich auch ein bisschen sehr dreist. Aber egal, irgendwie werden wir das Ding schon verkauft kriegen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ich bin gespannt, ich werde mal ein bisschen durchs Material gucken. Ich bin da ja jetzt ja auch im Rückstand. Und dann gibt es auch ein interessantes Sonntagsvideo, was dann wieder mehr baumlastig ist. Und wie gesagt, wenn ihr eine Kettensäge habt für den Martin Peter, dann wird er sich bestimmt freuen, auch die eine oder andere Säge für euch fertig zu machen. Also, bis Sonntag, reingehauen, wir sehen uns.